Dann haben wir einfach auseinandergerissen. Eine Sache vergessen, aber okay. Ganzen Verskarten, die ich nicht brauche. So, Kapitel 14. Die Hexenjagd. Let's go. Kämpfen uns wahrscheinlich jetzt weiter nochmal so ein bisschen durch Vigrid durch. Oder Teile von Vigrid. Oder ja, den Hexenteil hier. So, Moment. Bevor wir uns hier in dieser Rüstung umschauen. Raubuch? Ich habe keine Ahnung. Ah! Ah! Ich hab's gefunden! Was brauche ich denn eigentlich alles so noch? Eigentlich habe ich genug von allem. So ein paar lila Lutscher kann ich mir noch basteln. Jo. Ich wollte nur so ein bisschen Stuff verwenden, damit das nicht alles verschwendet ist. So. Der große Krieg vor 500 Jahren. Okay. Das sieht schon nice aus. Huch, wurde ich geschubst. Also eigentlich mag ich ja keine Mechas. Aber sieht jetzt gerade so ziemlich cool aus, wie wir uns hier mal durchprügeln. So, wie sieht das jetzt in Umbra Climax aus? Wenn ich es mal nutzen könnte, weil wenn ich der Gegner ständig wegfliegen würde. Combo gemacht. Ist ein Gegner gespawnt? Hä? Seid ihr Gegner? Ich hab den einfach an die Wand geklatscht. Ist das davon eine Truhe? Ja. Hätte ich fast über... Oh! Hätte ich fast übersehen. Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. Hi. Okay. Einfach mit einem Schlag kaputt gemacht. Schön, dass ich mit meinen Angriffen noch Priorität habe anscheinend. Und einfach die Kombo nie enden lassen. Ich hatte jetzt auch so wirklich zum ersten Mal auf meinen Combo-Counter da rechts. So. Und jetzt gerade habe ich den echt gut oben gehalten die ganze Zeit. So.
Und tschüss. Na komm, das war doch sicher jetzt eine schöne rein Platin. Ich war zu lahm. Mann, nee. Wobei, 2 Minuten? Wahrscheinlich ab dem Punkt, wo ich den anderen Teil da hinten bekämpft habe. Oh, nice. Nochmal eine Mondperle. Also Mecha ist prinzipiell auch so null meins. Ich da nicht so viel mit anfangen kann, aber so ab und zu ein bisschen ist okay. Bonks. Kann ich mit dem Mecha nach Muspelsheim? Bitte. Das wäre schon witzig. Alter. Was muss ich jetzt hier machen? Okay, Gegner besiegen, um Zeit zu gewinnen. Dich jetzt in 20 Sekunden runterprügeln? Okay. Probieren wir es aus. Mit dem Umrollklimax sollte es ja wohl klappen. Das war schon witzig. Rein Platin. Und eine weitere Mondperle. Ja, Mecha ist geil. Also der Mecha hier. So, dann rein da. Hi. Oh, jetzt in der Luft. Okay, ich habe ihn einfach runtergeschmissen. That's okay, I guess. Und was auch immer ich gerade ausgewichen bin, ich habe keine Ahnung. So, jetzt erstmal ein bisschen hier. Umbra. Umbra Lumbra. Oh. Wurde schon wieder getroffen. Während ich alles vernichte. Ich glaube, die kleinen Gegner, die hier teilweise einfach rumstehen, die zählen einfach nicht mal als Gegner. Sind quasi einfach nur, weiß nicht, die gehören zur Umgebung dazu. So, Lutscher. Dann wieder zurück? Ne, Moment. Du bist was anderes, oder? Eventuell, ich habe keine Ahnung. Guck mal, jetzt kann ich die Lutscher wieder verwenden. Alter, der Schaden, den ich mache. Ich konnte sie nur in Muspelsheim nicht verwenden. Einfach seine Laseraugen draufballern. Das macht schon echt guten Schaden, wenn ich diese Lutsche verwende. So. Oh. Okay.
Barriere einfach irgendwie kaputt machen? Oder von der Seite? Ja, von der Seite draufhauen. Das funktioniert schon eher. Nope. Weißt du, denkst du, er ist so ein Engelsgesicht und eigentlich hat er einfach eine fette Klappe darunter. So. Dann haben wir dem jetzt auch nochmal auf die Fresse. So, jetzt kann ich ihm vorne auf die Fresse hauen. Yikes. Das tat echt weh. So, mach mal deine Klappe wieder auf. Yikes. Nope, hier geblieben. Hab's kaputt gemacht. Wie ist der Engel ein PogChamp-Gesicht? Er dachte sich hier auch, ich hab PogChamp, ich kann die ganzen Hexen killen und dann kam ich und dann dachte er sich so, scheiße, Mann. Von einem Engelsgesicht zum nächsten. Ich habe das Gefühl, den haben wir auch schon mal in Bayonetta 1 bekämpft. Oh. Oh nein, sie wurde geheilt, sehe ich gerade. Schlecht ausgewichen. So. Bitte hören Sie auf, sich zu drehen. So. Nope. Nun mal sicherheitshalber eine Heilung mit rein. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich kriege dieses Ausweichtiming da einfach nicht hin. Aber irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen. Nope, diesmal nicht. So. Zumindest kein Stein. So. Ja. Wir haben zum Ende Gold, damit kann ich mich zufrieden geben. Wir haben sehr viele Goldmedaillen. Kann ich mich sehr zufrieden geben. Kaboom! Oh, die Chaos-Kreolen. Okay, schauen wir gleich mal rein. Kapitel 15, die Wahrheit. The world-famous Rhoda. Where demons and gunsmithing go together like chicken and waffles. Sorry, I'm mad hungry. What can I do you for? Ach, Zubehör. Ist das dann wahrscheinlich, ne? Da, die Chaos-Krie... Oh, Leute, ist das teuer! Die Clanältesten geben diesen halbmondförmigen Ohrringe ihren Kämpfern an vorderster Front. Hexen, die diese Ohrringe trugen, war es erlaubt, ihre eigenen zauberkraftbetriebene Kampfmaschine, die Umbra-Rüstung, zu tragen. Okay, die Rüstung kann überall bei Lieben herbeigerufen werden. Leider verbraucht sie enorme Mengen magischer Energie, sodass selbst die stärksten Hexen in der Rüstung keine Umbra-Climax ausführen zu vermögen. Joa! Das sind teure Ohrringe. Habe ich hier nochmal was ich kaufen kann? Ich könnte noch ein Hexenherz kaufen. Ja, let's go. Mehr Energie.
Und ich kann auch noch eine Mondperle kaufen. Let's go. Mehr Magie. Das ist echt eine teure Mech-Ausrüstung, das stimmt. Okay, dann auf ins Kapitel. Vielleicht jetzt auch mal ohne Mecher. Ich glaube, die wollen kämpfen. Nope. So nicht, mein Lieber. Kann man den quälen, foltern, wie auch immer? Anscheinend gerade nicht. Dann halt weiter aus der Entfernung. So. Nope. Ist die Dame auch mit ausgewichen? Okay. Ja, wem gehört diese Lebensanzeige? Dir? Nicht dir. Wollte den da analysieren. So. Einfach so ein kleines Rush-Kapitel hier. Einfach sich durchprügeln. Das war einer von den Clown-Viechern. Oh. Ah, verdammt. Bin ich? Okay, ich bin ausgewichen. Wer ist der andere? Ach, da, der blaue. Wie der angetäuscht hat! Er soll das wieder die andere angreifen wollen und plötzlich dreht er sich um und greift mich an. Sacknaht. Wieder bin ich ausgewichen. Hab die Hexenzeit doch gesehen. Oh Mann, da war irgendwo ein Folterangriff. Was muss ich bei dem machen? Drehen? Ja. Na, ich mag drehen nicht. Flatsch. Das ist halt wonderful. Das hat das Vogel hier anzugreifen, ist auch witzig. So. Waren das alle? Nein. Ach, guck mal, hier sind die Klauen von dem. Oh, hi! Oh no, das ist der, der mich ständig nomst und spuckt. Ich will das nicht. Verpiss dich! Wow! Er lauft mich zu comboen, meine Güte! Diese dummen Waffen erstmal wegmachen. Ja, die sind ja schnell. Ich habe auf jeden Fall meine Hassgegner aus dem Teil hier gefunden. Die ständig versuchen, mich zu fressen. Kommt was angeflogen. Lass mich jetzt davon mit einsammeln. No. Midna, danke für 15 Monate Treue. Super geil von dir. Au! Wo sind da zwei von denen? Ja, es war wirklich close. Dass ich dann ausgewichen bin. Das geht echt einfach nur durchprügeln.
Ich muss das mal. Wobei, ich kann es voll raushauen. Ich sehe gerade so ein Vetter hier auf dem Feld. Gab es die auch echt im ersten Teil? Und da habe ich die auch schon gehasst? Ja. Ich sehe schon. Meine Meinung ändert sich nicht so schnell. Die Kombos waren gut. Und die Zeit. Hi. Nee. Also die Axt macht echt guten Schaden. Wenn sie mal zum Schlagen kommt. Bin ich? Bin ausgewichen, okay. Und nice, wegen dem Windstein bin ich auch anscheinend unverwundbar. Nein. Das sah cool aus, wie ich quasi unter dem Angriff unten hergeslidet bin. So. Ja, da eindeutig zu früh gedodged. Beziehungsweise nicht gedodged. Dodgen kann man das nicht nennen, was ich da gemacht habe. Nein. Was? Bin ich als Ausweichen gezählt? Und tschüss. Ist einfach untergegangen. Okay. The symbol of the Umbran Way. No. There's no way that this could have been his plan. Wait. Ist das nicht eine Map aus Smash? Und zack. Jetzt, wo ich mir das so angucke... Und das Opening aus Teil 1 auch noch. Das Spiel mag es gerne, so ein paar alte Inhalte nochmal auszupacken, ne? Rein Platin. Ich hoffe, das gefällt euch, was ich hier mache. Sorry, love. Kind of missed a bit there. Little one. Here to guide you as always. Someone sent you back 500 years, it seems. I see you've already discovered the truth. They don't call you the left eye, or not, do they? Who are you? Never mind that. Something more important to talk about, my dear. The witch and the sage are still alive. Trifling creatures, both of them. I must be rid of them as soon as possible. I want what they have. I want back what is mine. The eyes of the world. What? The other may escape to the future, and I can't let him have them. Which is why I must see you eliminated, my dear. Loptre.
Okay. Mal weggeschubst hat der Sack. Nope. Schön, dass ich nicht wirklich nah an ihn ran muss, um ihn zu treffen. Oh. Verdammt. Ich glaube, ich lade ihn zweimal. Die Lieder, die einen wegschubsen wollen. Ich glaube, ich lade mir einfach zweimal das Umbra-Climax auf und dann boxe ich einfach volle Kanne mit einem Angriffslolli einfach rein. Hat der andere mich nicht, der eine Boss da in der Hölle nicht mich auch ständig weggeschubst? Oder es wenigstens versucht? Ein bisschen Climax hier. Ja, das hat glaube ich gut reingehauen. Hat er sich gerade einen fucking Meteor einfach runtergeholt? Madame Butterfly, bitte kümmern Sie sich einmal drum. Machen wir die gleiche Taktik wie eben nochmal, laden nochmal. Ja, eigentlich. Jetzt mal so machen. Moment. Nee, gar nicht. Ich habe den noch nicht aktiviert. Oder? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich aktiviert habe und wann nicht. So. Dann peitschen wir dich jetzt einmal ordentlich aus. Böser, böser Junge, du. Das ständige Wegschubsen einfach, ne? Nein, diesmal nicht. Excuse me, my dear.